The now 12-year-old chestnut stallion Jackfly PS is a powerhouse and an extremely elegant breeding stallion at the same time. The son of Chaco Blue, out of a dam by Sir Shutterfly, Cento and Ahorn, started his career by winning the bronze medal at the Hanoverian Championships of the 4-year-olds. Then he completed his stallion performance test in Adelheidsdorf with a record score of 9.49. With his endless potential, he made it up to 1.45 level in international show jumping classes. Ja, ich bin Leonie Bussmann-Böhle. Ich bin noch relativ neu bei Schockemühle. Und das ist Chuckfly. Chuckfly habe ich seit Ende letzten Jahres übernommen. Und er ist für mich ein Pferd, der zum einen ja, durch seine unheimlich positive Art und Weise und seinen Kampfgeist am Sprung besticht. Er lässt es in vielen Situationen im Parcours für mich sehr leicht aussehen. Aber besonders auch in der alltäglichen Dressurarbeit ist er einfach ein Pferd, der ja unheimlich leicht zu reiten ist und ein sehr angenehmes Gefühl vermittelt. An Chuckfly ist aber ganz besonders, dass er einen sehr liebevollen und einzigartigen Charakter hat. Er ist besonders in den alltäglichen ja, Aufgaben und im Stallalltag unheimlich leicht und angenehm und bereitet uns sehr viel Freude. Die Lieblingsbeschäftigung meiner Mädels ist es, mit ihm ins Gelände zu gehen. Und ja, ich hoffe, dass wir viele gemeinsame Erfolge feiern dürfen und ich freue mich riesig auf die gemeinsame Saison mit ihm. Chuckfly's Dam Shantara ist a sister to the 1.55 jumping mare Nintara, while Chuckfly's third dam, Dobils Gentina, succeeded at 1.60 level with Otto Becker. Ja, man muss dazu sagen, das sieht jetzt sehr, sehr leicht und sehr einfach aus, aber Chuckfly hat da unglaubliches Talent für. Wenn man das normalerweise mit Paul in der Höhe macht, kann das auch schon mal, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, ganz anders aussehen. Gerade hier diesen roten Kasten, den kenne ich noch von meiner aktiven Zeit, der hat mich einige Tränen gekostet. Wir sprachen vorhin, ich will ja vielleicht nochmal die Dressurpferde ansprechen von vielen Neunern bei der Hengstleistungsprüfung. Bei ihm standen sehr viele Noten mit einer 1. Aber dann kam auch noch eine 0 dahinter. Vermögen, habe ich schon mal gesagt, kommt nicht aus der Mode und Qualität auch nicht. Er ist natürlich auch schon mehr Turniere gegangen, das werden wir auch bei den älteren Pferden sehen. So wie Casalou überspringen die sich nicht alle, die Ochs hat dann noch mal ein bisschen erhöhen, den Steilen auch. Ja, wir freuen uns auch sehr natürlich jetzt auch auf die Jahrgänge, die noch auf uns warten jetzt von Chuckfly. Die Ältesten bei uns sind jetzt 6-jährig, darunter auch Chacandro Fly zum Beispiel, der letztes Jahr das Deister-Championat gewinnen konnte, oder ein Shallow Fly, der jetzt gerade seine internationale Karriere starten wird mit Riccardo Pisani. Sind wir sehr, sehr gespannt drauf und freuen uns natürlich. Dankeschön, Leonie. Leonie Bussmann, Spitzenjob. Ein Applaus nochmal für die Dame im Sattel. Super, mit Chuckfly.
As sire, Chuckfly produced several licensed sons from his first crops, setting price highlights in Verden and Oblabek. This son of Chuckfly, out of a Baludurui dam, was licensed in Münster in December 23. The impressive Chuckandro Fly PS, descending from Chuckfly's very first crop, won the Deister Championships for 5-year-olds in 2023 with Patrick Stühlmeier.